ziemlich cool. Und die sollen auch angeblich richtig locker auch mit einigen Sachen umgehen. Sind aber trotzdem, was Bildung und so weiter betrifft, sind die, wie es halt in Bayern ist, recht streng. Also Waren die die achten schon Bayern drauf, dass nicht die alles gut geht. Besten? Weiß ich jetzt Das nicht. finde ich auch noch ein bisschen bekloppt. Weißt du, dass Deutschland kein einheitliches Nice. System hat? Eben. Weißt du, mal ganz kurz. Naja, wenn man eine Gesamtschule in allen einfügt, ich weiß ja nicht, was das Die bringt. Fresse da drüben! Halt's Maul! Ich werde gleich wieder in den Ich gehe, Schrank geh an rein. die, geh an den, geh an den Herd und mach mir was zu futtern, mach mir ein Sandwich! Weißt du? Gleich wieder in den Schrank rein. Weißt du? Du machst Ja, so. genau. Nee, warte mal, da war doch noch mehr. Warte mal, was hat man noch gesagt mit dem Hasen? Da war ja noch was. Wisst ihr, du machst in Thüringen die BLF, 10. Klasse, Ja, das ist ja auf dem normal, Dorf. damit du auf den Auf dem Dorf. Realschulstand kommst. Richtig. Ja, ist okay. Das zählt für Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen. Echt? Wenn du dann Ja, nach der Hessen nicht? gehst und sagst, ich will jetzt hier arbeiten und hab nur eine BLF und GYM, nö, zählt nicht. Ne, zählt auch So nicht. scheiße. Ja gut, in den neuen, in den alten Bundesländern, aber ich weiß nicht, ich kenne mich da mit dem Warte mal, Bildungssystem nicht war aus. das auch Ich nicht so, war noch nie. dass überall die Ausbildungsabschlüsse in ganz Europa Die werden. genauso sind? Weiß ich nicht. In Aber die werden zumindest in Österreich, Deutschland wenigstens überall in anerkannt. Und das Österreich. finde ich schon mal geil, weißt du, da hast du keine Unterschiede mehr. Ja, aber zum Beispiel, wenn du Weißt nach Österreich willst, musst du die ganzen du? medizinischen Weißt du Berufe was? musst du dort studieren, sonst werden die gar nicht Ja. anerkannt. Und ich meine, Naja, hallo, du musst in auch in Deutschland Deutschland. alle medizinischen Berufe. Du kannst nicht ohne Studium in irgendwelchen medizinischen Beruf einkehren. Naja, Weil zum zumindest Beispiel nicht meine ohne Schwester, die als macht Doktor. Kardiologieassistentin, ne? Ist ein medizinischer Ja, Beruf, wenn du Assistentin so. ist ein anderes Feld, oder? Ist ein medizinischer Beruf, wenn du es so nimmst. Und meine Freundin ist Ja, auch grob gesehen schon, Physiotherapeutin. aber ich finde, Zum ja, medizinischen Physiotherapeut Beruf. zählt, ja doch, das schon. Und Das, ja. das musst du, wenn du Das muss nach man in Österreich Österreich gehst, echt musst du studieren. studieren. Und in Okay. Deutschland, der deutsche Abschluss wird nicht anerkannt. Krank. Na gut, Hammergeil, okay, vielleicht haben sie dort Deutschland. andere Ich meine, Standards. Deutschland, hallo. Ja, vor allen Dingen hätte es Ja, das damals gibt's nicht, Hitler nicht wahrscheinlich gibt's gegeben, komisch. gell? Wäre Deutschland das fortschrittlichste Land. Wir hätten die NASA und nicht die Amerikaner, weil die dreckigen Amerikaner unsere Raketenforschung geklaut haben. Wir wären so Hallo, hätte geile Hitler damals Nougat-Schnitten. gewonnen, wäre Deutschland das größte Reich gewesen. Hallo. Na, das Und wir dafür. würden überall Deutsch sprechen. Aber du weißt nicht, ob er dann noch einen Weltkrieg angefangen hätte und wir dann dort verloren Wir hätten. waren schon im Weltkrieg, du Trottel. Ja, und außerdem Oh mein weißt Gott. du nicht, ob wenn er gewonnen hätte, wäre das Hitler-System erhalten geblieben. Wer weiß, Und ich glaube, irgendwann hätte es nicht mal hingehauen. Irgendwann hätte das Volk rebelliert. Könnte ich ja, wetten. trotzdem. Irgendwann hätten die sich alle dagegen Ja, dann wäre geschlossen. aber auch wieder Amerika oder so dann gekommen und hier. Ja. Eben, Amerika hat sich bestimmt wieder aufgerüstet und Russland genauso. Ich könnte sogar wetten, dass die in irgendwann Bündnis eingegangen wären, um uns zu vernichten. Sind sie auch so. Ja, eben. Und die hätten das bestimmt immer verstärkt. Och Mann, Alter, die so coolen Map. Weißt du, ich finde es ja auch Hammer, Aber dass. Amerika und Russland waren doch eigentlich weniger verbündet. Ja, die haben zusammengehalten, die waren die Ja, zusammengehalten, aber die waren, Anti-Hitler-Koalition. naja, die waren gegen, aber. Die waren nur gegen Hitler, aber füreinander waren sie Ja. auch nicht. Ja, eben, deswegen sagt ja, verbündet kann man das jetzt eigentlich gar nicht Russland sagen. hatte nur das dreckige Ziel, Ja, ihre Länder zu ihren behalten, die wollten nichts Kommunismus, verlieren. ihren Ja. Kommunismus weiterzutragen in Richtung Westen. Obwohl ich das sagen muss, ist auch nicht wirklich besser als das, was wir gemacht haben. Mal Was ganz im die Ernst. in ihren Arbeitslagen angestellt haben, finde ich schon echt heftig. Guck dir mal das kommunistische Das ist nicht System an, wirklich ey. besser als was wir gemacht haben. Das ist so dreckig, das kommunistische Ja. System. Also, jetzt mal im Ernst. Oh, Felix kommt, glaube ich, Nichts gleich gegen näher. die Russen, die sind wirklich sehr nette Leute Nee, und das sehr kann man ja auch nicht sagen. gastfreundschaftlich. Nee, natürlich nicht, aber. Aber ihr Ja gut, okay, System. ich glaube, Deutschland ist nicht das einzige Land mit Scheiß-Hintergründen. Deswegen finde ich es Ja, auch immer wieder aber. scheiße, dass die Deutschen als Hauptfeind der Ja, Welt das ist gelten. doch eh, ist Das doch. ist einfach nur, ja, Blödheit, wenn man das behauptet. Japan hat mitgemacht damals, Ja, Italien hat mitgemacht. eben. Kann man. Das ist einfach nur oberflächlich, wenn man sowas Ja. behauptet. Wir sind halt einfach nur die, Das ist einfach so Angriffsziel, wenn wir es auch noch so ernst nehmen. Aber ich finde, sowas kann man einfach nicht ins Lächerliche ziehen auch. Na komm, Felix, packst du den jetzt? Auch oh, wenn ich ihn jetzt runterschlage, was er dann macht. Nee, ich schlag. Hör auf, ich schlag ihn nicht runter. Lass mich doch mal stehen. Ich will es sehen, ob er es schafft. Oh, sehr schön. Machen wir Nacht. Mach mal Nacht. Ach, oh, zum Kotzen, ey. Ja, ich habe auch noch was abgekriegt von. Oh Mann, ey, wie ich es nicht mehr schaff. Ja, ist aber echt so. Also, was die Russen auch abgezogen haben. Weißt du, Sahne. Und was sie auch heute noch machen, finde ich jetzt auch nicht. Also, ich Ja. meine, die produzieren ja immer noch massiv Waffen. Ja, Weißt du, das wenn guck dann mal. behauptet. Obwohl, wir sind wieder nicht besser, weil Heckler und Koch, ne? Die produzieren ja auch fleißig und geben an die Länder weiter, die sie brauchen. Das Weißt du, finde ich ja auch wir sind geil, zwar weißt du? gegen Krieg, aber unterstützen.
Ja. Was ist das für ein genialer Sinn? Friedenspolitik. Nein, fuck it. Ja. Dauert nicht mehr lange, da bricht das alles in sich zusammen wieder. Ja. Das glaube ich auch. Ich meine, gut, man kann nicht gleich behaupten, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird, aber. Guck dir das doch es an. Es sieht nicht rosig aus. Allein wegen dem Öl. Ja, eben. Wegen den ganzen Rohstoffen. Obwohl das wieder. Und wenn das erstmal losgeht mit dem Wasser, Alter, dann guten Nacht. Ja, Wasser, da haben wir zwar noch Zeit, vor allen Dingen wir in Deutschland haben damit relativ. Naja, wenig zu tun. Aber die Wasserkriege werden wahrscheinlich die heftigsten werden. Oh nein. Die Wasserkriege, die werden uns noch richtig, richtig viel Leben kosten. Oh ja. Aber hoffentlich erleben wir in Deutschland und Finnland und die ganzen, ja, eigentlich alle mitteleuropäischen Länder und auch nordeuropäischen Länder, die halt wirklich über viel Wasser verfügen, auch Grundwasser, die werden noch richtig drunter leiden müssen. Oh. Und ich meine, gut, inzwischen kann man auch nicht mehr von sauberem Grundwasser reden, weil das ist schon alles irgendwie verseucht. Ja, aber mal ganz im Ernst, irgendwie können sie ja reinigen. Ob man das komplett reinigen kann und das in solchen Massen und in dem Bedarf, wie er gebraucht wird, das glaube ich nicht mehr, dass man das jemals schafft. Halt schon, brauchst du dir nur mal das Meerwasser anschauen. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass du auf keinem Ort der Welt, also keiner Insel oder so, keinen Müll mehr findest. Keinen. Also wo komplett alles noch naturbelassen ist. Wo kein Plastik oder sowas zu finden ist. Das ist schon echt krank. Und es gibt wirklich viele Inseln, die auch noch nicht entdeckt wurden. Auch wenn es nur so komische Dinger sind, die nur bei Ebbe da sind. Egal, das ist trotzdem Müll. Wird Zeit, dass sich die Natur sich ihr Land wieder snackt. Naja, aber dafür braucht man einen Weltuntergang. Oder, deswegen wäre ich eigentlich recht dafür, wenn irgendwann mal so eine Scheiße rauskommt, wie bei irgendwelchen Zombie-Apokalypsen-Filmen, weißt du, wenn irgendjemand mal so einen Fehler macht, irgendwelche Forschungsprojekte und irgendwas passiert, weißt du. Hast du schon gehört? Die haben es jetzt geschafft. Was passiert. Bei einer Eintagsfliege haben sie ein Experiment gemacht, du weißt ja sicherlich, dass die Zellen teilen sich ja bei allgemeinen Tieren. Bei allem. Ja, richtig. Leben, Lebewesen. Genau, dadurch wachsen wir ja und so weiter und so fort. Durch, wir leben. Evolution halt, das müsste jeder wissen. Und da drinnen in den im Zellkern sind ja unsere DNA, gell, diese Chromatid-Dinger. Ja. Und immer wenn sich die Zelle teilt, geht davon ein kleines Stückchen weg. Und irgendwann ist ja alles weg und dann, oder nicht alles, musst aber du, fast musst alles. Musst du die Leitern benutzen? Und dann können sich die Zellen nicht mehr richtig teilen, du verreckst. Ja. Und Wissenschaftler haben es geschafft, bei einer Eintagsfliege das zu verhindern. Die haben ihre Lebenserwartung um das 400-fache vergrößert. Mhm. Die kann das 400-fache von dem, was er jetzt hatte, länger leben. Naja, 400 Tage dann. Musst du dir mal überlegen, wenn die das auf den Menschen übertragen. Alter, was ist dann passiert hier? Also ich sag jetzt mal, du stirbst doch gar nicht mehr. Guck mal, du, normal Mensch wird 80 Jahre alt ungefähr. Spring mal, ich will dir nur du gucken, wie du springst. Du musst nicht an die Leiter, also. Allein die Massenübervölkerung. Ja, naja, das wird eh nicht besser. Und vor allem, wenn man älter wird. Ich meine, die Lebenserwartung jetzt ist schon größer geworden. Ja. Wenn man im Vergleich mit Mittelalter, da wurde man maximal, also wirklich, das ist schon ein Höchstalter gewesen, 50. Wenn nicht sogar 40. In Deutschland ist es jetzt bei 80. Deswegen finde ich es auch krank, weißt du, wenn man mal auf, ach Gott, wenn man noch so überlegt, diese ganze, Pädophilie, jetzt habe ich das Wort. Gab's ja früher auch schon, im Mittelalter war das sogar so noch heftiger. Könnte man schon echt sagen, weil. Ja, aber da war das ja mal Lebenserwartung so mit. Was? Ja, da, ja gut, damals war es nicht so schlimm, weil es weniger Menschen gab. Und das kaum jemand gesehen hat. Oder nicht hingucken wollte oder was weiß ich, oder nicht sagen konnte. Weil gut, wenn man mal hier Agrargesellschaft und so weiter, da hatte man eh nichts zu sagen als Bauer. Selbst als Bürger hattest du kaum Mitspracherecht. War ganz schön dreckig, war heute. Ja. Hast du auch kein großes Mitspracherecht, du kannst nee, wählen. Also wenig, du kannst wählen, Wahnsinn, und dann? Richtig, dann entscheiden die gewählt worden, was abgeht. Ja. Na gut, du willst ja eigentlich dafür, für was die, sprechen, aber ob das... Und egal, was du machst... Nein! Oh, ich hab drangehangen, scheiße! Egal, was du machst... Das ist eh kacke. Was weißt du, ich hab eigentlich eine eigene Partei gegründet. Ich hab nur keinen, der mit dabei ist. Die gehen einmal ins Parlament rein, und dann sind sie reich. Dann müssen sie nichts mehr machen. Reich, ja. Dann bist genau du ausgezahlt für dein Leben. Ja, ja eben. Und dann, deswegen ist dir doch alles so scheißegal. Vor allem, ja, du musst vielleicht nur mal, vielleicht einen Monat, nicht mal einen Monat. Nee, du musst einfach nur einen Tag gewählt Tage, werden. Und dann hast du deine Rente fürs Leben. Das ist richtig, genau. Der Wolf hat es doch du brauchst nicht mal dafür gewählt werden, recht? Wenn du in irgendeinem Amt sitzt. Ja, du musst nur in irgendeinem Amt sitzen oder Beamter sein und den richtigen, die richtige,
Stelle finden, eine richtige Firma oder so. Du kriegst alles. Was willst du? Rente. Weißt du, die Lehrer regen sich immer auf. Nee, ich hab kein Geld und so. Weißt du, was die für ein Geld kriegen? Die regen sich zwar auf, aber die kriegen genug. Die sind ja Beamte im öffentlichen Dienst. Ja. Was willst du mehr? Ja, vor die LKW-Fahrer würden sich streiken oder so in die Richtung. Ja. Alter, da würde Deutschland schlecht. Oder überhaupt nirgendwo nichts deswegen, mehr das weißt du, wie schlimm das immer ist, wenn die DB streikt. Ich so, wäre ich bei der DB in dem Riesenbetrieb, wo halt wirklich fast die ganze Wirtschaft von abhängt und ich will mehr Geld, das meinst du, was dabei rumspringt? Da kannst du ganz lange streiken. Wenn, entweder geben sie das Geld oder alles geht in den Arsch. Also als Besitzer hast du dann keine andere Wahl, als ihnen mehr Geld zu geben. Oder auch bei den ganzen Fluggesellschaften. Alle feuern ganze Personal aus. Ja, das kannst du dir machen. Ja. Das kannst du dir nicht leisten. Das dann würde ich lieber mehr zahlen, als alles zu feuern und neu einzustellen. Richtig. Das ist Quatsch. Das kostet dann im Endeffekt viel mehr. Das kostet viel, viel mehr. Deswegen machen sie es ja doch irgendwie. Deswegen würde ich bei der DB arbeiten, ich würde immer mehr verlangen. Ja. Ich würde das so richtig ausnutzen. Na gut, okay, ja. Als Einzelne ist natürlich aber nichts, aber. Von der DB ab. Was? Die ganz, ja, überleg mal, die Bahn. Was ist die Bahn? Ja, die Bahn halt. Ein öffentliches Transportmittel. Ein ziemlich großes öffentliches Transportmittel. Das fast in jedes Dorf, in jedes kleine Kaff fährt. Ja. Ja, ist so. Halt ein Zug. Ja, und was verbindet ein Zug? Menschen. Wir fahren ganz viele Menschen mit, die kein Auto haben wollen oder fahren oder von den Zügen abhängig sind. Und wenn zum Beispiel jetzt irgendein Beamter oder ein Lehrer oder irgendjemand anderes Wichtiges jeden Tag mit dem Zug fahren muss und die irgendwann nicht mehr fahren. Ja, was denn dann? Ja, das ist es doch aber. Ja, schon, dann kann man. Ja, du brauchst die Bahn, das ist wichtig. Außerdem die ganzen Güterzüge, die fahren, weißt du, das ist alles total wichtig. Ich könnte damit, das schaffst du nicht. Weißt du, das nur LKW-Transporte, das kriegst du nicht hin. Aber aber wenn LKWs. Das ist außerdem viel umweltschädlicher als Züge. Ja, schon. Na, darüber habe ich jetzt nicht gestritten. Ich meinte aber nur groß wegen Bahn eigentlich. Na, du brauchst die Bahn auf jeden Fall. Damals? Ich glaube nicht, dass wir jemals ohne Bahn leben können. Das schaffen wir nicht. Also, ich bräuchte keine. Ja, du brauchst sie nicht, aber der Großteil der Bevölkerung braucht die. Vor allen Dingen, überleg mal, wenn du Lebensmittel brauchst. Bestimmte Lebensmittel, die nur per Zug gefahren werden können, weil der LKW zu lange brauchen würde, weil das Zeug verschimmelt oder was auch immer. Was machst du denn dann? Dann kriegst du es nicht, ist doch kacke. Na gut, aber die LKWs, weil es verschimmelt, die sind ja meistens dann gekühlt und so. Ja, es ist mal nur angenommen. Das war ja nur ein Beispiel. Also ich finde die Bahn, das ist schon echt ein wichtiges Teil. In der DDR haben sie vergessen, die Bahn umzubenennen. Die hieß damals in der DDR immer noch Reichsbahn. Naja, ich weiß. Das muss mal ein Kumpel von uns sagen, der pisst sich so auf. Oh ja. Bundesbahn, wenn ich tausch wieder! Oh, das ist geil, die Stunde. Vor allem die Lehrer haben auch immer so richtig schön. Die haben sich doch richtig schön drüber lustig gemacht. Ist genauso wie Reichstag oder Bundestag. Weißt du, wir haben Morde damals beigebracht, das Gebäude heißt Reichstag. Ja, und? Es heißt aber Bundestag. Das Gebäude heißt nicht Reichstag. Ist denn das Ding auch noch Reichstag? Mir ist es doch egal, ob das Ding Reichstag oder Bundestag heißt. Wenn ich in der Schule Reichstag sage, wenn ich berichtigt. Nee, Nazi! Alter, das heißt Bundestag. Nee, Nazi wurde ich noch nie genannt. Nee, immerhin. Boah, hat mir meine Mutti beigebracht. Musste auch. Meine deutsche Mutter hat mir das so gesagt. Dann musste auch. Oh Mann, ey, ich komme nicht mal auf den Post drauf. Sie ist arisch. Alter, da musste. Was, sie ist arisch? Da musste der Lehrerin erstmal das Buch vor den Kopf klatschen. Meine Mutter hat mir so beigebracht, Klatsch. Aber wenn wir jetzt gerade bei Arisch sind, eigentlich ist ja Arisch in dem Sinne, wie es die Nazis hatten, total falsch. Ja, eben. Weil Arier sind keine Europäer. Ganz im Gegenteil, das sind Israelis oder eine bestimmte Gruppe Israelis. Und, Alter, wenn ich das schon das ist, zumindest wird das als Arier bezeichnet, im geschichtlichen Sinne und auch eigentlich im richtigen Sinne. Und der deutsche Arier ist ja eigentlich der, also, naja, ist ein bisschen heftig ausgedrückt, aber der blonde, blauäugige hier, der eigentlich, der von uns ja als Arier bezeichnet wird, ist ja eigentlich kein Arier. Es ist, wird Ehrenarier genannt oder wurde von den Nazis so genannt. Von den früheren, jetzt die heutigen Nazis, naja, die sind alle ein bisschen, naja. Hitler war aber auch so ein richtiger, dreckiger Lacker. Warte mal, Sepp, hast du nicht blaue Augen lange? Natürlich. Also bezeichnet mich ja auch nicht als Arier, oder? Ich habe blonde Haare, aber ich bin kein Arier, weil ich keine blauen Augen. Was soll ich denn sagen? Ein grünes und blaues Auge. Ja, du bist sowieso für den Arsch. Deine Gene will niemand haben. Och doch. Ich hab die Klammer wieder zugekriegt, geil. Bin doch. Aber witzig, wie viele Leute dich durch deine Augen ansprechen, einfach nur. Ja, schon, ist ja cool. Also ich wäre auch froh, wenn ich einfach aufgefahren hätte.
So rot und schwarz und sowas. Ja, genau. Das kann man ja machen. Ach, weißt du, ich hab vielleicht keinen Bock mehr für diese Kack-Challenge. Ich überspring die. Oh, ich auch nicht, gell. Okay. Wenn die alle überspringen? Ich will nicht, nee, ich will nicht noch eine überspringen. Da hab ich schon minus 3, ey. Das ist doch kacke. Ja, dann haben wir alle. Na gut, okay, dann haben wir alle. Aber ich will nicht eigentlich. Ich will die noch ein bisschen. Wenn Felix machst, was dann hätte ich ja heute nur übersprungen. Glaube ich nicht. Ja, eben. Wir hätten nur übersprungen. Ach nee, die habe ich auch geschafft. Felix, machst du mit? Warte, ich werfe eine Münze und dann. Wo ist meine Münze? Wo ist meine Wurfmünze? Ah! Warte, ich hole einfach aus meinem Geld-Dingsbums eine. So, Kopf ist weiter, Zahl ist nicht weiter. Leute, hier gibt's einen Bug, hier ist kein Bett. Okay, wir machen weiter, das Kopf. Wir machen nicht weiter. Teleportier mich mal. Lies doch mal, teleportier mich mal. Oder so. Ja, hier ist ein Bug, hier fehlt ein Bett. Warte, ich cheat mir gerade Betten. Ja, da steht so drauf, ihr Deppen. Destroy and carry beds, das stand unten. Wir sollten die eigentlich mitnehmen. Das ist kein Bug, das ist ein Witz. Das kann er vergessen. Kunstbanausen. Ich würde feiern, wenn er ganz rechts runterfallen würde. Nee. Nein! Ich hab nichts gesehen und bin irgendwo hingesprungen. Oh mein Gott, ich stehe aber wirklich ganz schön abseits. Oh, jetzt kommen nicht schon wieder so Kacksprünge. Oh nein! Der zweite Sprung ist auf den Arsch. Och, der ist billig.